Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir wollen nochmal zurück zu Skriva in der Hoffnung, dass wir jetzt genug Diebesgut verkauft haben. Obwohl ich nicht mal weiß, ob das, was ich verkauft habe, als Diebesgut zählt. Ich habe es aber an einem Hehler verkauft. Und ja, ich hoffe, dass das zählt. Wenn nicht, brauche ich eine neue Lösung. Weil ich würde jetzt gerne mit der Diebesgilde die Quest weitermachen. Dum, 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 dum. Recht. Und ich frage mich auch, ob wir Oblivion über 200 Folgen kriegen werden. So sage ich jetzt mal so, wie bei Morrowind. Das war ja auch schon fast 200 Folgen. 189, wenn ich mich recht erinnere. Mit Skyrim definitiv werden wir über 200 Folgen kommen. Ich glaube sogar über 300. Skyrim wird... Skyrim ist ja mittlerweile durch die Anniversary Edition nochmal richtig groß. Was ist das für ein Bogen, was die hat? Der dritte Bogen, nice. Endlich haben wir den. Ich will den jetzt nutzen. Welche Pfeile habe ich jetzt ausgerüstet? Ich fange erstmal mit den Eisenpfeilen an zu verbrauchen. Wenn wir den jetzt... Das speichere ich. Wir haben endlich den dädrischen Bogen. Oder hatten wir den schon? Ich weiß nicht, ob wir den schon hatten. Ich weiß nur, dass ich den jetzt hochkriegen will. Da kommt sogar noch jemand. Kurze Fertigkeit verbessert, nice. Ich habe keine Pfeile mehr, oder? Silberpfeil. Nutzen wir die jetzt mal. Ah, ich find's nice gerade. Wenn wir den auch endlich vollkriegen und die ist jetzt ein Igel. Dein Kopf gehört mir, du elender Nord. Elender Nord. Die ganzen Pfeile ziehe ich gleich alle aus ihr raus. Vorausgesetzt, sie stirbt auch jetzt irgendwann mal. Oh, ich werde euch in Stücke hacken. Ja. Ist euer Schlimmstes. Autsch. So, Eisenpfeile nehmen wir mit. Silberpfeile nehmen wir wieder mit. Stirb, du Ratte. Ah, ich freue mich gerade, dass wir jetzt endlich den dädrischen Bogen haben.
willkommen. Warum wollt ihr nicht sterben? Würdet ihr sterben wollen? Das ist ja die Frage. Wer will denn schon sterben? Gerade auf diese Art. Mit einem Hammer verprügelt werden. Okay, jetzt wieder Pfeile wechseln. Stahlpfeile. 2 Schuss. Dass man da jedes Mal wechseln muss. Eisenpfeil. Ich muss wieder Pfeile wechseln. Komm, Elfenpfeile machen wir mal. Wir müssten mal die Pfeile abholen dann jetzt aus der Priorei. Schützefertigkeit verbessert. Nice. So, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Gerade. Warum juckt die Nase? Sorry. Okay, da ist wieder so ein Drö. Wo auch immer der jetzt herkam. Keine Pfeile mehr. Verliert überhaupt Leben? Ganz minimal. Wenigstens ist er nicht schnell. Keine Pfeile. Silberpfeile. Jeder sieht jetzt aus wie so ein Igel dann. Kommt von da hinten noch welche? Nun, Bambi ist da hinten. Und wieder keine Pfeile. Ein Stahlpfeil. Da brauchen wir auch mal. Oh. Ich habe jetzt nur die Ebenerzdinger und die Dädra-Pfeile. Autsch. Ich glaube, den Bogen müssen wir auch langsam wieder reparieren. Ja, ich habe keine Pfeile mehr. Ja, gut, so.
Alter, fast alles verloren an Pfeilen. So, Reparaturhammer. Wie weit sind wir jetzt aufgestiegen vom Schützen? 19. Wir sind jetzt auf 19, Stufe 19. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Ich glaube, den Bogenschützen werden wir nach und nach langsam machen. Ich glaube, es würde mehr Sinn machen. Jedes Mal, wenn wir Pfeile haben, nutzen wir den. Wenn wir keine Pfeile haben, dann gehen wir wieder aufs Schwert. Sagt er was? Ach so. So ein Irrlicht-Gedingse. Bin ich noch auf dem richtigen Weg überhaupt? Ja. Okay. Ich vergesse das immer wieder, ob wir überhaupt richtig sind. Oder? Komm, wir machen das mal so. Wir reisen einmal Rio Raider 9, holen uns die ganzen Pfeile, die wir hier verstaut haben. So. Au, wir haben einen dädrischen Bogen hier. Wie sieht's mit meinem aus? Der macht 5 Schaden. Der macht auch nur 5 Schaden. Wieso machen die nur 5 Schaden? Ich nehme die trotzdem mal. Alle? Nein, nicht den. Okay, komm, den können wir verkaufen. Den können wir dann auch verkaufen. Ebenholzpfeil. Eisenpfeil. Oh, wir haben so. Wir haben ganz schön viele Pfeile. Pfeil der Ausdauer. Pfeil der Auslaugung. Pfeil der Erleuchtung. Aschepfeile. Kältepfeile. Scheußlichkeitspfeile. Verbrauchen wir da alle mal. Ja, das wird jetzt schwierig. Das wird jetzt sehr schwierig hier mit den Dings. Noch können wir schnell reisen und rumlaufen. Ich würde einen dädrischen Bogen hier jetzt verkaufen. Habt Mitleid, nur eine zum gerechten Handel kommen. Nila, schönen bin. Tag. Hi, kommen wir zum Geschäft. So, einen dädrischen Bogen möchte ich dir andrehen. Diebesdolch hätte ich ablegen können. Und den Ebenholzbogen. So, sonst? Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Gerne. Ich kaufe auf diese Schönen Art und Tag. Weise immer wieder gerne bei Ihnen ein. So, wie viel tragen wir jetzt? Okay, weniger als 50 Kilo können wir noch schleppen, also 47. Gruß euch. So,
Muss ich hier hin? Nee. Muss nach da oben. Luciana Galenas Haus? Muss ich da rein? Luciana Galena? Ist dies ein Spiel oder ernst? Behaltet Stadtschwimmer im Auge. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, wenn sie nicht in den Kanälen ist. Ah, okay. Schatten mögen euch verbergen. Ihr kann ich Diebesgut andrehen, ne? Schloss kann nicht geknackt werden, ihr braucht einen Schlüssel. Hier darf ich mich einfach dran bedienen. Okay. Ich kann hier Sachen verkaufen bei ihr. Sie ist die Hehlerin von Bravil. Das Paradoxon des Bogenschützen. Hi. Ich renne mal hier hoch. Dass die hier nie was haben. Was richtig was wert hat. Luciana. Ist dies ein Spiel oder ernst? Handeln. Heute gibt es euch einen fantastischen Kunden. So, Eiserner Bogen. Stahlbogen. Zwergenbogen-Nachbildung. Zauberpichlamnitz. Okay. Dunkelste Finsternis. Hier darfst du haben. Liebesbrief von Relfina. Darfst du haben. Ist geklaut. Schadengeschick. Darfst du haben. Niemand außer uns beiden soll von dieser Sache erfahren. Ja, alles gut. Schatten mögen euch verbergen. Kann ich sonst... Ich rede nochmal mit der Khajiit. Vielleicht reicht das doch? Ist das doch vielleicht schon genug? Ich weiß es nämlich nicht. Skriba. Mit Skriba reden wir. Habe ich genug... Euer Anblick ist in diesen schweren Zeiten mehr als willkommen. Ja, Spezialauftrag. Ihr müsst erst mehr zur Kasse der Gilde beitragen, bevor ich euch besondere Aufträge erteilen kann. Besorgt mehr Beute. Sorgt dafür, dass die Hehler regelmäßig Diebesgut von euch erhalten. Dann können wir uns wieder unterhalten. 399 Gold fehlt mir noch. Schatten verbirgt den Jäger. Vom gerechten Handel. Ich guck mal, ob ich hier was klauen kann. Die Seelensteine.
Kommt die Dame jetzt hoch? Ja. So, und jetzt ganz schnell. Ich habe nichts getan. Die Seelensteine sind was wert. Die können wir bei der guten Dame da nochmal verkaufen. Wer hilft einem alten Bettler? Ist das ein Spiel oder ernst? Ich habe ein paar Seelensteine für. Heute gibt es euch einen fantastischen Kunden. Ne, hier andrehen. Diebesdolch? Ja, ich weiß nicht. Soweit ich weiß, muss das schon gestohlene Ware sein. So. Den hier? Ja. Und hier die drei. Wart erstmal einen nach dem anderen. Ich fühle. Ein guter. Niemand außer uns beiden soll von dieser Sache erfahren. Okay. Schatten mögen euch verbergen. Ich habe mein Ziel erreicht und Diebesgut im Wert von über 400 Goldstücken verhökert. Ich sollte mal bei Skriva vorbeischauen. Vielleicht hat sie ja was für mich. Ja. Es geht weiter. So. Skriva, meine gute Dame. Euer Anblick ist in diesen schweren Zeiten mehr als willkommen. Ich benötige ein sehr besonderes Buch. Die verschollenen Geschichten von Tamriel. Die Katze Tyrannis ist auf der Jagd nach diesem Buch nach Skingrad geschickt worden. Okay. Leider wurde Tyrannis seither nicht mehr gesehen. Der Graufuchs höchstpersönlich stellt diesem Buch nach. Ihr sollt Tyrannis für mich finden. Helft Tyrannis dabei, das Buch zu besorgen. Wenn Tyrannis dazu nicht bereit oder in der Lage sein sollte, dann müsst ihr das Buch selbst besorgen. Stimmt ihr den Bedingungen zu? Klar, kein Problem. Klingt interessant, ich werde es machen. Gut so. Geht nach Skingrad. Die Spur beginnt dort. Schatten verbirgt den Jäger. Verlorene Historie, okay. Bin ich gespannt, ob wir das schaffen. Klar, wir haben bis jetzt alles, glaube ich, geschafft, oder? Hier war es jetzt noch nicht, also... Seid gegrüßt. Nicht so wie in Morrowind, dass Wests hier fehlschlagen können, oder? So, verlorene Historie, das ist es. Achso, und einmal vielleicht wieder auf den dänischen Bogen wechseln. Ich habe keine Pfeile ausgerüstet, ne? Wir fangen mit den Stahlpfeilen an, würde ich sagen. Bis die leer sind. Pfeile haben wir. Sind jetzt da unten zu sehen. Ich liebe die Musik hier, wirklich. Hm.
was die Musik angeht, ich jetzt nur meine subjektive Meinung und so. Die Musik aus Morrowind, die gibt einfach irgendwie so ein Feeling der Nostalgie. Ich glaube, selbst das, so ein nostalgisches Feeling bei den Leuten, die Morrowind das erste Mal spielen, glaube ich. Es hat irgendwie einfach sowas. Man muss es, glaube ich, nicht gespielt haben, um da irgendwie sowas zu fühlen. Da waren wir schon, ne? Die Musik von Skyrim ist einfach nur atmosphärisch, also... So, die Musik ist da einfach so gemacht worden, dass man es irgendwann nicht mehr wahrnimmt. Und das finde ich dann irgendwie so, irgendwie auch gut gemacht, auf jeden Fall. Dass man das einfach irgendwann nicht mehr wahrnimmt, die Musik. Hier in Oblivion, die Musik ist einfach, die Melodie, die jetzt läuft, die macht mir auf jeden Fall Gänsehaut, immer wieder. Dieses dumm. Dum, 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 dum. Einfach nur wunderschön. Und ich habe mir auch schon die Soundtracks auch noch reingezogen habe, die es für Skywind geben wird. Also die Morrowind Mod für Skyrim. Die aber auch schon eigentlich sehr alt sind, kann man schon sagen. Die da gemacht wurden dafür. Und die sind auch, ich finde die so krass. Ich will mich ja auch eigentlich, wenn ich jetzt die Elder Scrolls Serie erstelle, so. Achso! Der greift mich an. Ne, das ist eine Löwin. Hey! Mist. So, weil ich will mich ja, wenn ich die Serie erstelle. Ich habe ja neben YouTube und Twitch ja auch noch zwei andere Projekte, ja. Einmal das Spiel, was ich ja mache, und einmal die Serie zu Elder Scrolls. So, und für die Serie will ich mich ja auch bei den ganzen Mod-Entwicklern mal auf. Also diese Oblivion und die Skyrim-Mod erstellen und so. Da mal nachfragen, ob ich auch die Soundtracks nutzen darf für die Serie. Natürlich werde ich die dann auch, der komplette Team da, natürlich verlinken. Das ist das Mindeste, was ich machen kann dafür. Finde ich. So, ich habe jetzt einige Pfeile einfach so verschwendet. Abstand halten, ja? Also alle Pfeile hier jetzt einsammeln, das wird eine Tortur. Komm schon. Alter! Ja, bleib so. Ja. So. Knochen. So, die ganzen Pfeile wieder einsammeln. Alle, die ich finde. Und wir haben schon einige verloren.
Nee, also die Serie, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Das wird auf jeden Fall, das ist ein Megaprojekt auf jeden Fall, die Serie. Das wird vielleicht sogar noch ein paar Jährchen brauchen, bis das fertig ist. Also ein, zwei Jährchen. Also ich rechne nicht vor 2026, dass es fertig ist. Wo wir The Elder Scrolls Arena quasi als Serie 3D Live-Action, na, Live-Action, 3D-Action-Serie so umwandeln. Das wird auf jeden Fall noch dauern, weil wir dafür auch ganz Tamriel hier nachbauen. Also grafisch auch nochmal up to date halten. Also versuchen, das so realistisch wie möglich zu halten. Also die Gebirge und so weiter von hier versuchen wir ja auch nachzuahmen, aber versuchen das auch realistisch darzustellen. Ich bin ja auch nicht mehr alleine, was das angeht, so, der da mithilft, das zu machen. Da freue ich mich gerade drauf. Es sind ja jetzt mittlerweile zwei weitere Leute, die helfen mir dabei, Tamriel nachzubauen. Okay, den, okay, mit Pfeil und Bogen, das wird schwierig, den, ne? Ich habe vergessen, mich zu heilen. Ich glaube, der wird mir helfen. Ja, er wird mir helfen, komm. Hast du gut gemacht. Das sind meine Pfeile. So, jetzt muss ich aber was reparieren, definitiv. So. Da ging schon einiges kaputt. Jetzt ist die Frage, kann... Oh nein. Ach, nö. Das wird super. Okay, der Dröhl lässt mich jetzt in Ruhe, oder? Der hat mich jetzt verloren. Der nächste Mino wird jetzt auch noch dazu kommen. Boah! Das habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Drei! Drei Minotauren. Wo nur einer beide Hörner noch heile hat. Ja, ich frage mich. Ach ne. Wird ja immer besser hier. Weißt du was? Das ist doch ein bisschen zu viel mit dem Bogen. Kurzschwerter Stürmer war das. So. Hier sind wir los. Ah.
Krieg die Pfeile wieder? Ja. Hier auch. Nee, nicht der Mino, der Troll. Der hat zwei Stahlpfeile. Und Akrobatik hat er auch gelöst. Aua. Ach, hätten wir noch ein bisschen gelaufen, dann hätte Emmy geholfen. So, und da haben wir Skingrad. Warte mal, ist das Tremor? Dädrischer Bogen. Warum hat er nur 6. Macht er nur 6 Schaden? Oder hängt das auch mit meinen Dingens zusammen? Mit meinem Bogenschützenwert. Umso besserer Bogenschütze ich bin, umso mehr Schaden mache ich. Ich bin so hungrig. Ich hab dir eine Münze. Vielen Dank, mein Herr. So, und wisst ihr was über Terranis? So viel weiß ich. Terranis war in den zwei Schwestern und hat sich einem genehmigt. Er hat getönt, er hätte in der Burg etwas mitgehen lassen. Dummerweise war Hauptmann Dion auch gerade in der Zwei-Schwestern-Unterkunft. Er nahm Terranis fest und beförderte ihn in den Kerker. Möge okay. Julianus euch segnen. Im Kerker muss ich jetzt suchen. Müsste jetzt eigentlich nicht schon längst Gold Road DLC, der 10 Jahre jetzt Elder Scrolls Online, Skingrad jetzt auch schon integriert sein? Oder war es das erste, wo man hinkommt? Genauso wie diese Spiegelebene, dädrische Spiegelebene von Ithelia. So, apropos Ithelia, da habe ich auch mal eine Frage an euch aus dem Chat und so. Also nicht unbedingt Chat, aber hier von den Zuschauern und so weiter, meine ich. Ich habe schon ein bisschen so was gehört, dass es angeblich ja Informationen zu Ithelia schon in Daggerfall gab. Also nicht die Unity-Version, die ich hatte, sondern die klassische Standard-Variante. Und bestimmt wisst ihr das besser als ich. So, weil ich habe da nur Unity gespielt, also ich weiß es gar nicht. Stimmt da was? Ist da was dran, wie so geht's? An den Gerüchten? So, Kerkermeister. Besucher sind hier unten nicht erlaubt. Ja, Anstellung auf Schloss Skingrad? Es heißt, dass Shumgro Yaruk nach Helfern sucht. Er ist der Butler des Grafen. Sprecht mit ihm. Verlorene Historie, okay. Lässt sich die Tür mit 50 Goldstücken, Shumgro Yaruk? Er verlässt die Burg von Skingrad nur selten. Um 10 geht er ins Westebene. Mittags geht er dann in den kolovianischen Händler. Okay, lässt sich diese Tür mit 50 Goldstücken öffnen? Nee, aber dafür kriegt man 2 Jahre im Kerker von Skingrad. Jetzt haut ab, oder ich erzähle das vielleicht doch noch weiter. Okay. Auf Wiedersehen. Mich würde das wirklich interessieren, so ob was an diesen Gerüchten da sind. Ich kann mal auch gucken, wo ich das aufgelesen hatte. Vielleicht kann ich das mal verlinken oder so. Vielleicht schaffe ich das noch, kriege das noch hin. So, bei mich würde das auf jeden Fall interessieren.
ob da was dran ist, ob das stimmt, dass Itelia schon vorher irgendwie bekannt war, jetzt in Anführungszeichen. So. Habt ihr euch wirklich Merunes Dagon selbst vorgeknöpft? Man sagt, er war 200 Fuß groß und zerschmetterte die Tempelkuppel mit seiner Faust. Kauft ein Haus in der Stadt? Ich kann für den Grafen sprechen. Die Rosendornhalle ist ein stattliches Anwesen, das momentan von unserem Turniermeister Vandorallen Trebatius bewohnt wird. Ihr werdet sicherlich kein besseres Objekt finden, das zum Verkauf steht. Es ist direkt hinter dem Haupttor, nahe der Brücke, die zur Kapelle führt. Ja, komm. Ich werde das verfasste Dokument bestellen. Nehmt diesen Schlüssel. Das Haus ist direkt hinter dem Tor, bei der Brücke, die zur Kapelle führt. Macht euch keine Sorgen um Vandorallen Trebatius. Ich werfe ihn raus. Er als Turniermeister findet sicher leicht ein neues Zuhause. Oh, und schmeißt auch ruhig all seine Sachen hinaus. Wenn ihr zum kolovianischen Händler geht, hat Gunda sicherlich verschiedenste schöne Möbelstücke für euer neues Zuhause. Viel Glück! Ich wusste jetzt nicht, dass ich hier auch noch Anstellung auf Schloss Skegra. Ich brauche jemand, der den Gefangenen Essen bringt. Ich zahle 2 Goldstücke die Woche, dazu einen halben Laib Brot und ein Glas Met jeden Tag. Derzeit ist es schwer, jemand dafür zu finden. Wenn ihr die Arbeit wollt, könnt ihr sie haben. Ja, okay. Wirklich? Also, sehr gut. Achtet in der Burg auf eure Manieren. Haltet euch aus den Gemächern von Graf Hassildor fern. Und wehe, ich erwische euch im Weinkeller. Die Kerkerwachen sperren die Verliese für euch auf. Ihr müsst sie nur darum bitten. Die Gefangenen bekommen einmal am Tag ihr Essen. Zu welchem Zeitpunkt, ist mir egal. Okay. Zurück an die Arbeit. Gut, wir haben einen Job als Kerkerwache für 2 Gold die Woche. Bei den Preisen, wie hier die Lebensmittel und so weiter kosten, frage ich mich, wie die Leute das überleben können. So. Aus dem Weg, Suppenschlepper. Ach, halt die Fresse. Aus dem Weg. Was wollt ihr, Slopdrutsch? Öffne die Tür, ich bin der Slopdrutsch. Sie sollten euch einfach einen Schlüssel geben. Aber nein, ich muss die Tür für die Suppenschlepper auf- und zuschließen. Folgt mir. Das muss der neue Suppenschlepper sein. Seid ihr gekommen, um mich zu retten? Nein. Elender Halunke. Es ist ja nicht so, als hätte ich sie getötet. Hab sie nur etwas bearbeitet. Nichts, was die Heiler nicht hätten behandeln können. Auch hier. Okay, er hat sie nur etwas bearbeitet. Wo ist Tyrannis? Hallo, ja? Wo ist Tyrannis? Ihr meint den Dieb? Der war in der großen Zelle mit dem Argonier. Sie tuschelten dauernd miteinander. Die bleiche Fürstin hat ihn schon vor Tagen mitgenommen. Die bleiche Fürstin? Alle paar Tage holt sie sich einen von uns. Manche kommen zurück, manche nicht. Die, die zum dritten Mal geholt werden, kommen nie zurück. Das war das dritte Mal für Tyrannis. Wohin bringt sie sie? Ich weiß nicht. Sie hat den Argonia erst vor einer knappen Stunde mitgenommen. Er hat sich ziemlich gewehrt. Er blutete alles voll.
Lasst euch nicht von den Wachen erwischen. Blutete alles voll. Okay. Schädel, Knochen, Dietriche, alte Holztür zu Weinkeller. Also ich werde jetzt im Weinkeller erwischt, oder wie? Ich hoffe nicht, dass das Terranis war. Folge dem Blut. Das war eigentlich... Die gleiche Fürstin. Geheimer Zellenschlüssel, Schlüssel für Schloss Kingrad. Nehme ich mal mit. Kann ich sicher gut verkaufen. Da ist der Argonia. Wer ist das? Tyrannis? War das nicht eine Katze? Tyrannis ist tot. Ich fand seine Leiche in der Geheimkammer zusammen mit Amuzai und der bleichen Fürsten. Amuzai? Amuzai? Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Ja, die bleiche Fürstin. Verfluchter Vampir. Sie nahm meinen Zellengenossen Tyrannis vor wenigen Tagen. Wenn ihr nicht erschienen wäret, wäre ich als nächster dran gewesen. Argonischer Gefangener? Das bin ich. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid, um mich vor dem Vampir zu beschützen. Diese beschränkten Skingrad-Wachen haben mich beim Stehlen von Fisch erwischt und eingesperrt. Ihr habt erneut mein Leben gerettet. Ihr erweist euch als ein echter Freund. Das werde ich euch nie vergessen. Ich habe mich entschieden, der Diebesgilde beizutreten. Nie wieder gehe ich ins Verlies. Was ist mit Tyrannis jetzt? Tyrannis? Woher wusstet ihr von ihm? Er war mein Zellengenosse. Naja, bis ihn die bleiche Fürstin mitnahm. Hat er jemals ein Buch erwähnt? Nein, aber er gab mir eine Nachricht über den Schatz mit, die ich der Diebesgilde überbringen sollte, sollte ich jemals auf freien Fuß kommen. Nachdem Tyrannis das erste Mal von der bleichen Fürstin mitgenommen worden war, wusste er, dass er sterben würde. Bringt mich aus der Burg heraus und ich richte euch die Nachricht aus. Verschollene Geschichte von Tamriel. Falls es um Tyrannis Schatz geht, ich weiß, wo er ist. Aber ich werde euch nichts verraten, bis wir von hier fort sind. Holt mich aus der Burg heraus! Sobald wir vom Haupttor der Burg nicht mehr gesehen werden können, werde ich es euch verraten. Okay. Ich speichere einmal. Ihr Tür geöffnet mit geheimer Zellenschlüssel. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier am besten raus? Speisesaal leicht. Hier noch einen anderen Ausgang. Fliehende Gefangene. Es ist aus, Gesetzesbrecher. Euer Spaß hat ein Ende.
Ich nehme alle gestohlene Ware an mich, die ihr habt. Jetzt seid ihr an der Reihe. Zahlt eure Strafe oder ich führe euch ab. Dann zahle mit deinem Blut. Ihr hättet die Strafe bezahlen sollen. Ich ergreife mal die Flucht. Fliehende Gefangene. Amusei. Schnell. Ich hoffe, die greifen jetzt Amusei nicht an. Amusei und ich sind auf Schloss Kin gerade entkommen. Schauen wir mal, ob er Wort hält und mir von dem Buch erzählt. Ja, erst einmal muss ich weg. Kommt Amusei jetzt? Kann ich hier warten? Warte ich mal eine Stunde? Ah, Amusei. Amusei! Er lebt aber immerhin. Amusei! Haltet auf der Dann zahle mit... Amusei, hör auf zu rennen, du Idiot! Ich werde alles für meinen Retter tun. So, okay, die verschollenen Geschichten von Tamriel. Er trug mir auf, Folgendes an jedwedes Mitglied der Diebesgilde weiterzugeben, das nach ihm oder einem Buch fragen sollte. Sucht unter einem Busch bei der Quelle hinter Nerastareels Haus. Ich wollte es eigentlich selbst haben, aber ich schulde euch viel. Ihr solltet es nehmen. Okay, Gute Reise! Gut, ich weiß wohin. Jetzt, muss ich die Flucht ergreifen. Ich hoffe, Amusei überlebt das alles. Ich wünsche Amusei alles Gute. Okay, wir haben die Flucht ergriffen. Wir haben es geschafft. Ach. Vielleicht noch mal eine Stunde warten? Nein. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und ciao.